Moin. Kingdom Hearts Days. Wir haben letztes Mal angefangen. Und eigentlich nur die Tutorial-Sachen geschafft, wenn man mal ganz ehrlich ist. Hätte ein bisschen mehr sein können, aber technische Probleme, wie sie zu erwarten waren. Jetzt gerade stören mich die Kopfhörer. Hervorragend. Ich habe ein bisschen am Code rumgearbeitet. Also was ist rumgearbeitet? Eigentlich so hier angeschaut, welche Variable für was stehen könnte und halt damit ein bisschen probiert. Und mir halt den Multiplayer als Basis genommen. Und ich glaube, ich habe es jetzt gefixt. Es könnte durchaus sein, dass das alles versessen sich wieder irgendwo irgendwie aufhängt. Das muss ich mal schauen. Aber ja, es sollte jetzt stabiler laufen. Ich hatte auch ein bisschen Hilfe von Discord-Freunden, was das angeht, die halt generell ein bisschen mehr drin sind, allen voran in Hex-Editing. Das ist da ja sehr hilfreiches Wissen zu haben. Und ja, schau mal, ob das soweit funktioniert oder auch nicht. Falsche Taste, wie üblich. Nice. Hat eigentlich eine super gute Organisation. Halt einen gewissen Satz musst du erfüllen, das darüber hinaus ist halt Bonus. So, wir haben halt hier die Mission ist halt Pflicht, das sieht man halt an dem Kingdom Key Symbol. Das war das Schlüsselschwert. Und dann ist halt optional, das nehmen wir aber alles halt mit. Und wir fangen gleich mit der schlimmsten an, nämlich Prove Your Endurance. Da wird es mehrere geben. Das Ziel ist es zu überleben. Entweder man versucht die ganze Zeit zu fliehen, was ich finde schwerer ist, weil einfach zu viele Gegner dann spawnen. Man kann versuchen die ganze Zeit zu kämpfen, wenn man halt alles one-shottet, dann ist das natürlich die einfache Variante. Wenn man aber halt wie ich auf Level 1 sitzt, wird das wahrscheinlich später nur so ein Mix sein. Vermutlich irgendwie mit Magie oder sonst was, das werden wir dann sehen. So, Sykes zeigt natürlich erstmal seinen Rekruten, wie man es vormacht. Und ey, wir haben die Waffe. Woo! Das ist natürlich ganz praktisch, weil der Finisher den meisten Schaden macht. Halt, man sieht ja oben an der HP, dass wie viel Schaden das Pima Down macht. Mit der anderen Waffe wären das halt so zwei Hits und sie würden leben. Oh Gott. Und tot. Oh mein Gott. Ich werde verprügelt, aber... Oh. Oh Gott, steck fest. Ha! Bitches. Ne. Oh. Mein Gott, diese elenden Viecher. Einer kommt halt immer durch und greift mich an. Ja, das ist halt in dem Fall ganz gut, weil es halt die Kleinen auffällt. Nope. Bitches! Das war eins zu viel mit Steuerknüppel gedrückt. Ich wurde eigentlich gesprungen. Nein, ich wollte springen. Ich bin zu unfähig. Ha! Nein. Nicht schlecht. Ich wollte eigentlich schon blocken. Na, schau mal. Oh. Mein Gott. Du sollst blocken. Warum ist das auf der gleichen Taste?
Well. Nein, ich will nichts vereinfachen. Oh. Du sollst blocken! Oh mein Gott, weil ich noch ein bisschen renne oder was? Ja, sonst komme ich raus. Wie albern, ey. Oh. Das trifft mich, what the fuck? Nicht Bastard oder so. Oh, der hat auch damit angefangen. Du bist so nah und machst nicht den anderen Angriff. Jetzt kommst du halt nicht raus. Weiter. Oh, Baby. Not even close. Hat euch genug? Nein. Ich zieh nicht, sondern ich an wie sehr. Ja, fast. Okay, es bleibt länger aktiv, das ist gut. Oh. Ich drücke immer die falschen Tasten, ist das unsagbar nervig, ey. Anvisier das mit R, nicht mit L. L ist Shortcut. God damn it. Oh. Na, fast. Ja. Und Combo Deluxe, ja, bring mich um. Nein. Warum der Gegner? Alter, zu langsam, der alte Mann. Ach, zu langsam. Die Idee war gut, die Ausführung zu langsam. Oh. Nein! Ich wollte nicht in Richtung des Gegners, ich wollte nach vorne angreifen. Oh, das war so gut. Na, what? Okay. Warum das nicht gezählt hat? Okay. What the? Alter. Oh. Ja, es gibt keine Indie. Du solltest blocken! Ist das albern? Steuerung zur Seite hat irgendein Hack.
Nein! Okay, Staub hat ein gewisses Problem, das muss ich auf jeden Fall anpassen, aber ich habe hier leider nichts zum Anpassen, das ist so ein Problem. Hier sollte ich doch mit Keyboard spielen. Machen wir dann den Pause-Button weg. Achso, ich hab gepost. Ups. Jesus, ich hab die Trigger. Ey, ich kann mir Feuer holen, wenn ich will. Dann versuche ich mit diesem Mini-Steuerkreuz zu spielen. Ihr müsst euch vorstellen, GameCube-Controller Steuerkreuz. Oh ja, das ist eine richtige 4-Wege-Steuerung. Außerdem öffnet das Shortcut, wo auch immer. Das Shortcut, ich kann übrigens gut reden. Ich muss einfach richtig durchdrücken. So wie es aussieht. Na gut. Tun wir das mal. Tun wir das mal. Also die gleiche Aufstellung, weil ich die Story nicht weitergemacht habe. Gut. Ja, ein weiteres Feuer. Das nehme ich gerne. Wenn das ein Recipe und sowas kommt, alles noch später. Nein, ich würde speichern, nicht das abschmiert. Ansonsten bin ich erstaunt. Die Waffe ist. Es hat seine Vorteile, sofort den Fehler zu machen. Ich glaube, für halt Ground Clearing ist die andere besser, halt wegen der Y-Kombo. Ich probiere es also mit der weiter. Notfalls kann ich halt zurück. Einfach und. Und halt, ne? Dinge tun. Halt nochmal die Waffe anpassen und generell Ausrüstung. Halt bei Luftkämpfen zum Beispiel würde ich die andere nehmen. Würde ich auf jeden Fall die andere nehmen, weil. Wenn jetzt am Anfang sind halt Portals noch nicht so nötig. Weil es halt alles relativ leicht ist und vor allem sind das alles relativ kurze Missionen. Missionen werden größtenteils nie übermäßig lang. Das ist halt so der Vorteil hier. Aber ja. Bei manchen späteren Missionen werden Potions auf jeden Fall relevanter. Die ganzen Shadows erhöhen die Leiste nicht. Weil es halt Shadows sind. Herzlose. Und keine Emblemherzlose. Und hat man auch die Anzeige, wie viele Truhen man schon gefunden hat, ist auch ganz praktisch. Sie hören es nicht. Ah, wir können in den Wald. Ach ja, Partner, okay. Gut, mein Manusha, du wirst befördert. So, wo ist die 7. Truhe? Eventuell weiter rein.
Ja, ich werde den sofort rausgeschmissen immerhin, von daher. Kriegen wir jetzt einen Bosskampf oder was ist los? Ich kann mich vorstellen, dass wir optionale Bosskämpfe haben. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Steuert sich irgendwie hier anders als im Hauptquartier. Ich weiß nicht warum. Aber es gibt noch mehr. Hier war aber nicht die Truhe, also habe ich sie irgendwo übersehen. Ich sowieso noch, da ich sowieso noch ein paar Herzlose klatschen muss. Frage ist wo? Wahrscheinlich im Startgebiet. Irgendwo. Irgendwo wird der Schatz sein. Das fliegende Holländers. Ah, stimmt, das gab's auch. Ja, aber das wird spaßig. Du hast das manchmal halt powerful mit mir. Der Text hat halt mächtige Gegner spawnen. Die kann man besiegen für extra, aber das ist nicht einfach. Vor allem, weil die sehr viel HP haben. Ich weiß nicht, ob der allererste noch ein leichter war oder nicht, aber nach hinten hin werden die stellenweise schwerer als Endbosse. Sofern meine Erinnerung mich nicht trügt. Plus, ich bin auf Level 1, also joa, mal gucken, ne? Wie das wird. Ich glaube, er ist in diesem komischen Kapuff. Ah, da. Warum steuert sich das so komisch? Oh, er ist da. Ich hätte mich da wahrscheinlich Feuer aufheben sollen. Oh. Da ist er. Puh. Okay. Laut und deutlich. Da ist er. Okay, ist noch einer von den leichteren. Und da hilft die neue Waffe auf jeden Fall. Man sieht auch, dass die Partner einfach mal dezent mehr HP oder Verteidigung haben. Wow! Oh, what? Ich wollte mein Lab benutzen, du Idiot! Malusha! Okay, er fängt dann an, das nicht mehr zu, vorauszusagen, vorauszuzeigen, also soll ich einfach dann vorsichtiger spielen. Okay. Heilt er sich dadurch? Habe ich es gerade richtig gesehen? Oh, er heilt sich dadurch. Willst du mich verirren?
Oh, die Säule hat dafür gesorgt, dass der Lock-On unterbrochen worden ist, weil ich dann tatsächlich Line of Sight verloren habe, wenn auch nur kurzzeitig. Oh, ist es tatsächlich gut, mehrmals anzugreifen? Ja, man muss ja nicht schlecht. Da war ich zu viel. Okay, jetzt wird's langsam mal spielen. Auch wenn es ewig dauern wird. Boah, dicker Crit. Glaube ich. Ich glaube, wenn ich ihn nicht zurückstoßen kann, heißt das, er hat diese Hyper-Arme und wird mich blocken. Das könnte sein. Oder das Garagen-Dingens. Die Garagentür. Garagentor. Ist irgendwie problematisch von der Hitbox. Das kann natürlich auch sein. Sicherheit, ey. Aber momentan ist halt der Crit-Schaden noch nicht so hoch, von daher, das kommt alles erst später. Ah, oh, kein Block, ich glaub's nicht. Siebzig,
Und down. Nice. Ich habe nicht gesehen, was ich bekommen habe. Moonstone. Ernsthaft? Oh man. Na gut. Aber er ist down. Die Waffe hier macht sich doch besser als erwartet. Ich hatte erstmal eine Sorge, aber die momentanen Mission ist das durchaus okay. Freue mich ja schon, wenn wir neue kriegen. Einfach nur, weil ich die jetzt mal in entsprechenden balancierten Gebieten probieren kann. Also balanciert, ich kriege keine XP. Was natürlich das wieder ein bisschen fraglicher macht, aber man wird wissen, was ich meine. Wieso kriege ich aber nur noch mal eine XP? Shining Shard, Touchbomb, Ether, High Potion. Fair Recipe Moonstone, okay. Sollte 0 XP kriegen, notfalls muss ich da irgendwann mal nachschauen. Nice. Immer noch keine Möglichkeit, mit den Rezepten was zu machen. Oh, kann. Okay. Hast du jetzt eventuell unten hier? Well. Was meinst du damit, Lucia? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin vollkommen unwissend. Kein weiteres Feuer oder so. Okay. So. Dann wird es Zeit für Story. Eliminate Watchers. Die, die uns anstarren. Oh, ich muss nicht überspringen. Cool. Upsa, das war keine Absicht. Ich bin mal wieder zu unfähig, Lock on zu drücken, warum auch immer. Ich habe zwei Drohnen. Ist hier hinter einer? Nein. Ah, Herzlose sind auch relevant für Chains. Wenn ich das Maximum wollte, müsste ich zuerst die umbringen und dann halt die mit den Emblemen. Habe ich gar keine Lust. Mit 100% meine ich übrigens auch Story Mode 100%. Nicht, dass ich nebenher noch Missionsmodi mache oder so. Da habe ich nicht so wirklich Lust drauf. Ich habe das einmal gemacht und das ist stellenweise echt übel. Außerdem brauchst du dafür Level. Sonst ist es einfach stellenweise unmöglich. Weil dir dann halt der Schadensoutput fehlt, um zum Beispiel halt irgendwelche Zeitvoraussetzungen zu treffen. Nice. Immer noch keine Truhen. Also ich halt auf den Kampfplatz. Oh, das sind einige. Oh nein, ich habe Ironie gefunden. Und ich kann keine Karten lesen. Mein Gott, wieso passiert das? Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich sind solche Winkel, die dem Spiel nicht passen vom Control-Stick her. Weiß ja noch, wie es auf dem Steuerkreuz ist. Wahrscheinlich ist irgendwie ein großer Watchout und nochmal ein richtiger Kampf. Ja. Nice. Und das war's? Okay. Das war ja nicht schwer.
Meine Leiste steigt, das ist dumm. Muss ich da mal schauen. Muss ich wahrscheinlich irgendwie reinfuchsen und gucken, dass ich meine XP wieder auf 0 setze. Einfach nur, um sicher zu gehen. Eventuell gibt mir der Code, den ich zusammengebastelt habe, auch nur 0,0001%. Es wird gerundet oder so. Ach, stimmt, ja, das ist jetzt. Mensch, die anderen sind weg. Für Leute, die Kingdom Hearts gespielt haben. Hey, Mensch, Castle Oblivion und so. Traurigerweise. Da sieht man. XP 10, nächstes Level 144. Eventuell, wenn ich immer nur einen kriege, muss ich mir gar keine Sorgen machen. Ich weiß nicht, ob es so viele Missionen gibt im Story-Modus. Aber ja. Alles klar. Element the Guardian. Ey, erster Bossfight. Alles klärchen. Habe ich noch irgendwie Panel-technisch irgendwas, was ich nutzen kann? Nö. Ich kann Potions reinpacken, aber ich glaube nicht, dass ich die brauche. Oder möchte. Wenn du solltest, hier auch so einfach ein No-Potion-Runs machen. Na, mal schauen. 5 Stück. Irgend so ein Symbol. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Naja, mal gucken. Drag down the Guardian. Oh, ist doch kein Bossfight. Ist nur so ein Mini-Ding. Traurig. Oh, das sind die Bomben. Nicht explodieren lassen. Nice. Mein Schaden ist gut. Da ich weiterhin auf Level 1 bin. Aber wir sind ja noch am Anfang des Spiels. Von daher muss man nach hinten schauen, wie es wird. Ich mag das mit Sykes Angriffen der Reichweite, die er dadurch hat. Er kann von viel weiter hinten anfangen zu greifen und landet mit dem starken Angriff stattdessen beim Gegner. Mit der Waffe kommt er schnell an die Finisher ran, was cool ist. Da jetzt haben wir Schalterrätselchen. Hat den Luftangriff angesetzt, weil die Boxen im Weg war. Das wäre ja interessant. Loaded Gear. Ich glaube, das ist ein Ausrüstungsgegenstand. Glaube ich. Gerade oben bei der Chain-Leiste sehen können, da war jetzt halt gerade 13 plus 1 oder so. Und das ist halt dann der Chain-Bonus. Die blauen sind halt der Bonus. Ja, solange man keine Chains wirklich aufrechterhalten kann, sollte man sich darüber nicht so viele Sorgen machen. Ja, notfalls könnte man sowieso fahren.
Soll ich jemanden hinten? Meine, hinten ist jetzt das Tor aufgegangen für die letzte Truhe, vermute ich jetzt mal. Leider nie im, oh. Leider nie im Multiplayer gespielt. Man könnte immer noch Multiplayer spielen. Gab ja mal eine Zeit, wo Multiplayer-Spiele noch so eine Lokalfunktion hatten. Nicht alles war. Okay, Server sind down, das war's. Ende. Gelände. Tschüss. Ich bin aber irgendwie der einzige Mensch auf der Welt, der das vermisst, dass man auch beides zur Option hat. Verbessert die Langlebigkeit von Spielen enorm. Aber naja. Nein. Aber wir nehmen den. Schade. Immer noch keine Truhe. Aber verpassbar sollte es nicht sein. So, Mini-Boss-Fight. Let's go. Ja, halt, wenn du es als Mission spielen würdest, würdest du halt die anderen Herzlosen so zerstören, dass du eine Kette rauskriegst für einen größeren Herzbonus. Nice. Double cast. Arms with two casts of each magic panel you like to add. Nice. Load geared. Ah, neue Waffe. Let's go, baby. Ah. Die Sache ist, wir haben nicht wirklich 255 Spieltage vor uns. Manche Tage wären auch generell nur mit Cutscenes sowas gefüllt. Und andere sind halt, andere sind, werden einfach generell übersprungen, weil. So, links für uns. Und die hören halt auch unsere Stats mit allem drum und dran. So. Penis, da haben wir jetzt eine neue Waffe. Yay. Wie kann ich die wegmachen? Irgendwie, hä? Ah, okay, so. Mitnehmen und dann den Wegknopf drücken. So, neue Waffe. Ich bin gespannt. Ist halt auf Magie getrimmt. Wenn ich jetzt so richtige Tasten drücken würde, wäre das hervorragend. Und hier fängt es jetzt an mit dem ganzen Grid-System und hast nicht gesehen. Das habe ich jetzt, habe ich 8-mal Feuer. Mal schauen. Bin ich ja mal gespannt. Immer noch nicht hier. God damn. Blazing Shard. Okay.
Dann gucken wir uns mal die neue Waffe an. Die hat natürlich den Vorteil, dass sie jetzt gleich mit dem Magie-Ding gute Synergie hat. Aber das muss ja nichts heißen. Magie ist halt limitiert, außer du schmeißt halt Elixiere. Das ist natürlich da der Trade-off. Nennt der Poison Plant. Also halt Intel, das sind halt Tipps. Plants can be easily special with Fire Magic. Takes a cast of fire into the field. Also be on the lookout for Dire Plants, especially by blocking their seeds. Da hast du halt dann quasi, falls du nicht selber drauf kommen solltest, kannst du darüber nochmal durchlesen. Sykes ist halt ein Netter. Schaut immer nach den Rekruten, hilft wo er kann. Quasi ein Dad. Oh, ist neue Waffe. Okay, das sind wilde Schwünge, wilde Schwünge. Und der Schaden ist nicht schlecht. Oh, der Schaden ist auch gut. Ups. Okay, das ist der Standard-Finish einfach. Nice. Das ist gar nicht mal so schlecht. Mir gefällt's. Aber es ist halt weniger Schaden, wie man halt sieht. Oh, dann will ich das gerne mal vorzeigen hier. Mach! Bam, das ist, glaube ich, ein Instant One-Shot. Glaube ich. Muss man nicht machen, kann man machen. So, wir haben jetzt eine dezent offenere Map. Müssen wir mal schauen. Okay, es sind drei Angriffe insgesamt. Glaube ich. Oh, das macht auch keinen Gegnern Schaden. Sehr praktisch. Ah, und das ist dann hier der Weg, okay. Ich habe dann noch den Weg zum Tunnel, den muss ich mir merken. Und der Rest passt so weit. Danke. Cool. Und ah, ich muss noch nicht direkt auf sie zielen. Das war ich zu sie zurück. Praktisch. Aber ich habe halt Lag auf den ganzen Sachen, von daher. Ein bisschen Timing braucht das schon. Oh, ich muss in den Tunnel gehen. Das war alles nur optional. Nicht mal eine Truhe oder so hier versteckt. Na gut. Na gut. Oh, ups. Hier links. Ich glaube, Feuer bringt sie instant zu explodieren. Ja. Ah. Mein Fehler. Oh, ich brenne. Stimmt, Statuseffekte. Ganz schnell rollen. Glaube ich. Wann hört das auf?
Okay, es wirkt einfach nur ewig. Xion, du bist dezent im Weg, Darling. Ah. Da haben wir schon mal eine. Eine Truhe. Ah, ah, ah. Meine Spielzeit ist relativ repetitiv. Das ist jetzt auch nichts Neues in Kingdom Hearts als solches. Aber ja. What? Wie habe ich das geschafft? Nice. Da ist die zweite Truhe. Perfekt. Das heißt, der Weg da unten führt dann wahrscheinlich zu den Poison Plains. Oh, what? So, das muss ich dann später rausschneiden. Irgendwie jetzt 5 Minuten Stille, aber ja, hey! Familie kommt zurück aus einem kleinen Urlaub und was ist genau heute? Glatteis, technische Störungen, Polizeieinsätze. Also machen die ja nicht mit Absicht, aber halt wieder so das Schicksal, ne? Hab auch dann wieder eine frühere Schicht vor mir, beziehungsweise halt eine Vollschicht, deswegen muss ich halt früher raus. Hoffentlich ist bis dahin warme Temperaturen, kein Eis. Weil wenn überall Glatteis ist, dann kann ich gar nicht arbeiten. Also, ich würde mich freuen zu Hause sein, aber ich werde garantiert dafür nicht nach Hause dürfen. Aber das sind die Spielzug für alles. Shades, Sonnenbrillen. Fällt mir jetzt erst auf. Wieso habe ich hier diesen ganzen Weg runter? Hier wird doch nicht sein. Oder? Nein. Aber es ist einfach zugänglich. Na gut. Mehr Magie, mehr Schaden ist auch ganz cool. Ich mag die Angriffskombo. Aber es macht halt weniger Schaden, ist halt die Sache, ne? Und wenn Magie erstmal einmal weg ist, dann stehst du halt da. Muss ich mal schauen. Ich glaube, das ist schneller, weil die sofort angreifen. Ja. Nice. Xion! Combo! Nice. Läuft doch. Sagt er am Anfang des Spiels. Nice. Ausrüstungsgegenstand. Muss ich auch ins Grid packen, aber ich habe ja noch habe ich Platz. Hat der Vorteil an Melee-Sachen ist natürlich, dass du viel mehr Platz im Grid hast für andere Sachen. Bei Magie möchte ich am liebsten die ganzen Duplikatoren haben, die brauchen nochmal entsprechend Platz und halt jede einzelne Magie
magische Spruch muss halt einzeln aufs Grid gepackt werden. Deswegen. Und dann ist Magie halt limitiert. Und die Heilung dafür ist halt auch limitiert per Slot. Can't be linked and you are only able to install one. Okay. Das ist vollkommen okay. Ach, der Mix. So. Penils. Nice. Bessere Stats nehmen wir doch gerne. Dabei wird auch der Großteil meiner Stats kommen. Let's go. Eine Mission können wir noch machen. Mit den Deserters. Und dann sollte das erstmal reichen für heute. Ja, ja. Power Unit L. Okay. Gib mir dein Geld. Nice. Das ist komisch. Dieser Herzlos hat ein Emblem, aber wird keine Herzen. Ha. Huh. Inconsistencies in der Lore. Wow. Okay. Es wird Zeit für die rabiate Methode. Ah! Jetzt bin ich richtig sauer. Okay, für kleine Mobs ist das extrem praktisch. Ah, nein! Lass mich leben! Nice! Na, das lief doch! Nein, nein, nein! Keine Cutscenes, keine Cutscenes! No Cutscenes! Wenn sie in der Situation der Faster Longer Ground kommen muss. Ah, plus 2, also das aber nochmal besser. Links, your weapon pen increase strength and one varies between weapons. Oh, geil. Das heißt, es ist einfach die gleiche Waffe wie vorher, nur in besser? Ich will es ja schon rausfinden, welcher ich bin. Also machen wir nochmal eine Mission? Fragezeichen. Someone use your weapons. Use unit pens link. To your weapon panels, some release your weapons innate abilities, while others boost strength, defense, or other stats. Okay. Na gut. Moonstone. Kein Power Stone. Belastend. So, dann schauen wir mal. So, Skill plus 2 und das ist die Power Unit. What? Mit was clasht das? Mit der Waffe? Na. Irgendwann lerne ich es noch. Ach, das tue ich in die Unit rein. Das heißt, das ist halt die magische Waffe. Und wenn ich das aber benutzen möchte, dann muss ich das hier nehmen.
Dafür habe ich jetzt die Power Unit. Das hier ist halt die Unit selber, die kann ich nicht benutzen, aber hier ist die Power Unit A. Die gibt ein Stärke. Dann schauen wir uns das mal an. Haben wir noch eine Mission. Tut ja hier keinen Beinbruch. Wie geht der? Holy shit. Critical Importance. Heute über Penalty will be. Ah, es ist auch Story Progress. Ey. Ah klar, und Level-Ups gibt uns, glaube ich, die Level-Panels und sowas, und damit können wir unsere Stats erhöhen, aber... Also wäre XP wahrscheinlich selber cool gewesen, aber wir machen hier nur XP. Alles klar. Elemented... Oh, okay. Bossfight, da ist ein Trial-Town. Alles klar. Ich bin noch einen richtigen Klopper hier zum Ende. Das ist gut. Erstmal schauen wir in der Waffe. Es ist die Waffe. Nutzen wir diese mal. Gut. Jetzt besiege ich auch diese. Das ist ein Power Increase, wie er mir gefällt. Okay, seine Existenz ist nicht mehr vorhanden. Dann let's go. So viel Material, ne? Oh. Alles klar, Shion. Oh, ihr Bild hat sich geändert. Sie ist nicht mehr huddelt. Sie mag uns. Aber ich weiß ja, warum ich von Magie so ein Fan war. Wegen solchen Unebenheiten. Belastenderweise. Na gut. Und von Mission selber aus kriegst du auch mal Potion sowas hinterhergedrückt, da muss man die gar nicht selber mitnehmen. Let's go. Oh Gott, Kamera! Die erste HP-Leiste ist immer geringer als die danach, glaube ich zumindest. Nee, hier nicht. Das geht natürlich auch. Oh! Er hat irgendwas in der Hand, aber er ist tot. Zu viel Schaden! Oh, Level 1. Get fucked. Gut, dass ich die Truhe eingesammelt habe. Das kann nämlich manchmal passieren nach Bossen. Washard Blizzards. Ah, Slopflieder. Ah, okay, gut, das war die Belohnung. Nice! Und jetzt haben wir einmal Eis. Eis ist cool. Das friert nämlich gegen einen, dann kannst du einfach die Nummer verkloppen. Leider haben wir nur eins. Aber mit dem anderen Panel können wir daraus zwei machen. Hi.
Oh, trauriges Leben. Ah, ja, jetzt ist Kaiser Oblivion passiert. Okay, ich sollte mit mir auch die Texte besser durchlesen für den ganzen Stil. Also ein paar extra Items, ja, so eine Potion ist jetzt nicht so schlimm, aber da kann auch anderes hinter sein. Ah, da bist du endlich! Der Nobody-Bugel. Ich bin der wahre Boss. Oh, ich darf noch nicht? Nein, dieser Bullshit. It's not fair. Oh, es ist wirklich nur ein Penner gewesen. Okay. Ah, ich habe zwei davon bekommen. Das ist cool. Das macht so keinen Unterschied, welche gerade tue. Jetzt hab ich das bekommen. Ja, dann behalten wir das doch mal. So, da soll mir das aber auch jetzt erstmal reichen. Das war jetzt ja eine gute Stunde. Cooler Fortschritt. Bisher habe ich immens viel Spaß daran. Ist auch schön, dass mein Code jetzt funktioniert. Momentan. Wer weiß, was später noch alles potenziell passiert. Aber deswegen speichern wir auch jedes Mal, nicht wahr? Im allerschlimmsten Notfall muss ich einfach dann eine Mission mit Roxas machen, dann führt da halt kein Weg drumherum. Aber gut, das wird mir hierfür erstmal reichen. Ich muss jetzt schauen, ob ich noch irgendwie weiter streame oder nicht. Weil ich noch ein bisschen was zu tun habe. Falls ja, schreibe ich es wieder auf den Discord. Und wenn nicht, dann wird man es ja merken. In dem Sinne, vielen Dank fürs nebenher Glubschen. Ich hoffe, man hatte Spaß. Und man hört und stört sich beim nächsten Mal. Ciao!